Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harz Medicine Hospital Heat. Ja, heute bin ich etwas ausgeschlafener und hoffentlich auch wieder fitter, was das betrifft, weil wir sind immer noch in der Burn Unit und ich bin wirklich gespannt drauf, wie es weitergeht, aber wir haben direkt erstmal eine Zusatzaufgabe, glaube ich, eine Herausforderung. Emilys Kantinenübernahme 3, oha. Emily sagt, ein Flan am Tag ersetzt den Arzt. Ob das stimmt? Naja. So, neuer Artikel. Das ist nicht gut, weil wir dann wieder 1000 neue Sachen haben, die wir dann wieder bearbeiten müssen. Oh, es ist hier gerade ein bisschen am Haken. Ich glaube, dass der Rechner, da gehen wir mal schnell hin, ein bisschen Probleme hat, weil er noch im Hintergrund was er machen soll. Wo kriege ich die Eier denn jetzt her? Ach du Schande. Einmal. Ach so, Toast mit Ei ist direkt. Okay, wir schmeißen Toast in den Toaster und kriegen direkt ein Ei mit raus. Das ist natürlich ganz praktisch. So, du gehst hier hin, ja. Es tut mir jetzt leid, ich will jetzt auch die Aufnahme nicht abbrechen. Euch mache ich mal eben schnell. Es tut mir jetzt leid, dass das hier gerade so ein bisschen am Haken ist. Das war jetzt auch nicht wirklich vorhersehbar, weil ich eigentlich gedacht hätte, der wäre schon durch. So, dich bedienen wir mal eben, dich bedienen wir mal eben. Euch setzen wir direkt hier hin. So, dann habe ich keine Ahnung. Moment, das, das und das wahrscheinlich. Ne? Müssen wir dann auch die zweite Hälfte? Ach, okay. Wir müssen erst das machen und dann... Okay, verstehe. Dann das können wir schnell nehmen. Du setzt dich mal eben schnell hier hin. Du gehst mal eben schnell dahin. Einen Kaffee machen wir ganz schnell. Holen uns den hier noch. So, holen uns den Kaffee. Zack. Einmal. Zweimal. Einmal dahin. Keine Ahnung, warum die jetzt nicht abkassiert wurden, obwohl ich mich extra jetzt dahingestellt hatte. Das machen wir schnell. Das und das. Zack. So, du setz dich mal dahin. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt als erstes gekommen ist. Ihr müsst euch jetzt alle zusammensetzen. Tut mir leid. So, den nehmen wir direkt mit. Den. Das, das, das. Ach, das müssen wir auch noch zweimal machen. Ja, super. So, das. Das, das, das. Gehen wir zu dir. Schnell den Kaffee. Und da seht ihr auch wunderbar eingeblendet, was im Hintergrund runtergeladen wurde. Obwohl ich gar nicht wusste, dass das überhaupt runtergeladen wurde. Ich dachte, das wäre schon, aber egal. Donut und wir brauchen einen Tee. Ja, 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 komm, komm. So, Donut. Tee. Das holen wir schnell. Zack. Du kannst schon mal hier hin. Ja, ihr könnt euch hinsetzen. Oh Gott, was wollen die alles haben hier? Das, 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 das. Zack, einmal das. So, du willst das haben. Oh, ich muss ich mal eben schnell abkassieren, weil sonst geht das hier überhaupt nicht mehr weiter. So, ihr seht aus wie Zwillinge. Ihr könnt auch zusammen sitzen. Oh Gott, jetzt wird es hier langsam, aber sicher ein bisschen hektisch. Ich merke das schon. Nein? Wieso? Ach so, der will das Zeug nicht da drauf haben. Nein, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ja, ich weiß nicht, wer als erstes gekommen ist. Tut mir leid. Wo sind diese Orangen? Ah, da. Da. Wer bestellt sich bitte Orangen und so ein Marmeladendings? Ach, was auch immer. So, ihr seht aus, als ob ihr zusammen was leisten könnt. Deswegen setze ich euch auch zusammen. Du, dich können wir nirgendwo hinstellen. Moment. Einen Kaffee noch. Zack, so. Du erstmal. Doch, du erstmal. Den Kaffee. Zack. Zack. Du auch noch einen Kaffee. Okay, Moment. Ich komme sofort. Zack. Oh, geht mir nicht auf die Nerven hier, Leute. Ah, ich bin so schlecht heute. Die will jetzt auch noch einen Berliner haben. Genau, Berliner. Ich wusste nicht mehr, wie die Teile heißen. Die kassieren wir schnell ab. Und was haben wir hier? Was haben wir hier? Da, da. Das brauchen wir. Jetzt haben wir noch eins, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Aber ist egal. Ist nicht so schlimm.
So, oh mein Gott. Ich gehe schon mal zur Kasse. Ich denke mal, dass du auch irgendwann zu Ende gegessen hast. Komm, ess schneller. Ich habe Schichtende. Oh mein Gott, wie lange brauchst du denn, Junge? So, und auf Wiedersehen. Eieieiei. Es war mir dann am Ende doch ein bisschen viel. Und die kamen ein bisschen schnell rein. Aber die Taktik, glaube ich, war gar nicht so schlecht, die einfach alle am Tresen stehen zu lassen und den Rest zu machen. Das hat mir doch sehr weitergeholfen, finde ich. Ja, dann schauen wir mal beim nächsten. Sammle alle Kisten der neuen Creme zusammen. Alle Kisten der neuen Creme. Okay, keine Ahnung, aber das wird ja dann aufplöppen. Ach, da oben. Ich möchte von jetzt an, dass du diese Creme bei der Behandlung von Verbrennungen einsetzt. Der Hersteller dieser Creme wird von uns dafür bezahlen. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Du weißt schon, dass diese Creme eine schwere allergische Reaktion auslösen kann, die zu Atemproblemen führen kann, oder? Ich werde das nicht nutzen, Victor. Das ist eine Verbrennungsstation. Es gibt schon genug Patienten mit Atemwegsproblemen. Ich brauche jetzt nicht noch eine Creme, die alles schlimmer macht. Aber die Gesundheitsbehörde hat die Creme zugelassen. Nur weil diese Creme aufgrund von Lobbyismus genehmigt wurde, heißt das noch lange nicht, dass das richtig ist. Ich befehle dir, diese Creme zu benutzen. Damit wird das Krankenhaus Geld verdienen. Befehlen? Wir sind Partner. Du kannst mir nichts befehlen und umgekehrt ich dir auch nicht. Wie wäre es, wenn du dich jetzt aus diesem Raum befiehlst? Ja, 350 haben wir wieder und wir können nicht allzu viel damit machen. Ich würde mal sagen, ich glaube, die hatten wir ja letztes Mal gemacht. Die sehen schon so schön aus. Da wir eh nicht so einen großen Spielraum haben, was wir damit machen können, würde ich sagen, machen wir hier erstmal den zweiten Stuhl. Und ja, je nachdem, wie gut oder wie schlecht wir das Ganze jetzt handhaben, vielleicht das hier. Gucken wir mal eben. Patienten faszinieren, sie verlieren am Tresen langsamer ihre Herzen. Ja, das würde ich sagen, machen wir dann in der nächsten Runde. Ja, dann starten wir mal. Oh Gott. So, du gehst schon mal hier rein. Ja. Das ist ja erstmal nicht so extrem. Du kannst schon mal ein Bad nehmen. Was soll ich denn machen? Hallo? Da? Das muss ich anscheinend einsammeln oder so. Okay. Hallo? Was muss ich machen? Ach so. Ach, das ist das mit den Pflastern. Ah, ich habe es aber bisher noch nicht gemacht. Wieso geht der jetzt nicht nach oben? Ich habe doch geklickt. Gut, erstmal dahin, den dahin. Warum hakst du immer noch? Jetzt läuft nämlich nichts mehr im Hintergrund. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich hier machen muss. Hilfe. Okay, da muss ich wohl was annehmen, so wie es aussieht. Ja, dich setzen wir schon mal dahin. Okay, Pflaster oder was auch immer das ist da. So, zack, dich tun wir schon mal nach oben. Schnelle Behandlung, du auch. Nein, 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 nein. Ja, ich weiß, ich weiß. Das nehmen wir mit. So, jetzt wissen wir auch, worum es da geht. So, das wird dahin, das dahin, das dahin. Okay, perfekt. Dich setzen wir dahin. Du gehst ins Bad. Und da müssen wir jetzt nochmal irgendwas machen. Als nächstes kommt sie dann dran. Die nehmen wir an und stellen wir einfach dahin. Auch nicht schlecht. So. Das, das. Einmal. Zweimal. Du gehst da oben hin. Du gehst dahin. Zack, zack. Einmal das. So. Nimm mit. Ja. Okay, das ist nur eins. Das ist gut. Das geht schnell. Dich setzen wir nach oben. Das können wir mal eben. Zumindest einen können wir mal eben zwischendurch machen, weil wir müssen ja unser Minispiel hier, also unsere Herausforderung noch schaffen. So, du kannst schon mal ins Bad. Du kommst nach unten. Einen schnell abkassieren. Sogar beide. Sehr gut. Perfekt. Okay, auf die müssen wir eh warten.
So, du dahin, du dahin, du dahin. Nehmen wir hier schon mal den ersten. Zack. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Perfekt. Komm, mach schneller. Das mit dem schneller Laufen hätte ich vielleicht doch nehmen sollen. Du dahin, du dahin. Ja, du nach da. Dann brauchen wir noch eine Creme. Die waren, glaube ich, anders, aber egal. So, schnell dahin. Oh, jetzt wollte ich den eigentlich rüberbringen. Du setz dich hin, du leg dich hin, du nimm ein Bad. Klappt doch wunderbar. So, das nochmal schnell nehmen. So, dann nehmen wir ihn nochmal eben. Zack, sie. Ich wollte eigentlich, aber egal. So, er kommt auf den Stuhl. Oh, da müssen wir ganz schnell hin. So, er auf den Stuhl. Beziehungsweise ist ein sie, aber ist ja auch egal. So, einmal das. Du auch. Einmal beatmen, bitte. So, du gehst nochmal nach oben, von mir aus. Ich kann meinen eigenen Zeiger nicht mehr sehen. Hilfe. Du gehst noch da, zack. Einmal ziehen. So, einmal da. Ach, dann nimm du mal ein Bad. Ha, ich hab den Oliver gefunden. Ich hab den Oliver gefunden. Wie geil. Ja, wer mein Let's Play länger verfolgt, weiß, dass ich den sehr selten nur finde. Leider. Okay, du gehst dahin. Wir holen ein Pflaster. Zack, du gehst nach oben. So, komm, sag mir, was du... Naja, okay, ja, ich habe zu schnell gedrückt. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, das nehmen wir mit. Zack. Einmal, zweimal, dreimal. Du wieder nach unten, du nach oben, du ein Bad. Zack. Ja, wir haben jetzt schon drei Sterne. Wuhu! So, schnell abkassieren, wenn du nach unten gehst. Zack, eben beatmen. Zack. Hast genug Luft, darfst nach Hause gehen. Dankeschön und einen schönen Tag alle zusammen. Wuhu! Wir haben 3 Sterne, Oliver, und die Herausforderung. Sehr, sehr geil. Papa, warum ist das Mädchen hier? Das kleine Mädchen war in einem Feuer, Daniel. Wird sie wieder gesund werden? Das wissen wir nicht. Ich hoffe doch, sie sieht süß aus. Wie ich sehe, hast du die neue Creme erhalten. Ja, und du kannst sie gleich wieder mitnehmen, denn ich werde sie auf keinen Fall einsetzen. Ah, ich habe dem Pharmavertreter versprochen, ihm diese Kisten abzunehmen. Warum bist du nur so ein sturer Esel? Ich? Nimm deine gefährliche Creme und verschwinde von hier. Mama. Aha, ja. Oh. Ja, perfekt. Wir haben so gut gearbeitet, dass wir sogar, beziehungsweise wir im Kleinen sogar wieder wach geworden sind. Schlafe jetzt. Mache nicht mehr als 100 Schritte. Ach du Scheiße. Oh je, wie soll ich das denn machen? Oh je, oh je. Keine Ahnung, ob wir das hinkriegen, aber wir versuchen es mal. Du hast uns allen einen großen Schrecken eingejagt, meine Kleine. Es tut mir leid, Mama. Geht es dir gut? Mit mir ist alles okay, Liebling. Ich weiß einfach nicht, was passiert ist. Ich hoffe, dass es nicht meine Schuld war. Kannst du dich noch daran erinnern, was passiert ist, Ellie? Ich habe zusammen mit Mama das Abendessen gemacht. Und ich habe aus Versehen die Küchenrolle umgeschmissen. Und plötzlich stand das ganze Haus so in Flammen, dass wir gar keine Zeit zum Flüchten hatten. Du meine Güte, das hat man dann vom wohnenden Holzhaus.
Es ist nur so komisch, dass ich mich an nichts erinnern kann. Ja, komisch. Nun, Unfälle passieren. Das Wichtigste ist, dass es uns allen wieder gut geht. Es tut mir leid, aber Ellie braucht jetzt ihre Ruhe. Sie hat noch einen weiten Weg der Genesung vor sich. Naja. Wenn die Tochter nicht will, dass die Mutter Probleme bekommt. Dank dieser wunderschönen Dekoration läuft John schneller. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Ich würde sagen, dass wir das vielleicht doch erstmal als erstes nehmen. Weil die eigentlich recht gut ihre Herzen behalten haben, als sie am Tresen standen, meine ich. Ich würde sagen, dass wir das auf jeden Fall holen. So, jetzt darf ich nur eine gewisse Anzahl an Schritten machen. Oh Gott. Okay, also das gilt ja nicht unter Schritte. Das macht sie ja selber. Zack. Dich setzen wir dann. Nein, warum ist er jetzt gelaufen? Der Idiot. Wo ist das denn? Da? Achso, du kannst gar nicht im Moment. Das heißt. Hallo. Was war das denn jetzt gerade? Ja, du gehst jetzt nach da. Lass ihn doch erstmal da rein. Mein Gott. So, nach oben. Du musst erstmal behandeln. Dann musst du da behandeln. So. Du kannst jetzt gerade nicht. Es tut. Ah, ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Zack, zack. So. Du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Das nehmen wir mit. Werden aber erstmal hier nebeneinander alle. Ach, das war ja so klar. Dass jetzt was kommt, was ich jetzt eigentlich. Hallo? Was ich jetzt eigentlich eben hätte mitnehmen müssen. So, du gehst nach oben, du gehst nach da. Das nehmen wir mit. Was willst du haben? Das willst du auch haben. Das war mir klar. Also nehmen wir das jetzt auch schnell eben mit. So. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Geh auch da drauf, komm. Und da. Das, das und das. Du gehst da oben hin. Du gehst dahin. Dann gehen wir erstmal zu dir. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hilfe! Das machen wir einmal. Das nehmen wir. Kassieren euch schnell alle ab. Ach so, das heißt, dass der bezahlen will. Ah, okay. Okay, dann gehen wir dahin. Du kannst schon mal da rein. Dich setzen wir daneben. So, zu dir können wir gehen. Zack. Du gehst nach oben. Du gehst nach oben. Dann holen wir das einmal. Du kannst schon mal nach unten. Da gehen wir hin. Ach, natürlich kommt dann der Nächste mit dem Pflaster. Es war so klar. Das heißt, dich machen wir jetzt auch mal eben schnell. So, Pflaster. Ja. Ich mach das jetzt alles. Keine Sorge, keine Sorge. Du. Einmal ziehen. Du. Du kannst auch direkt auf die Liege. Dich setzen wir schon mal nach oben. Dich nach unten. Dann holen wir das. Zack. Einmal ziehen. Einmal dahin. Der nach oben. Der nach oben. Dann holen wir das hier unten. Kassieren euch mal schnell ab. Ich muss ja jetzt irgendwie gucken, dass ich nicht zu viele Schritte laufe hier. Das ist ja schrecklich. Gehen zu dir. Holen das. Machen das. Oh, ja, ich muss den anderen machen. Da, schnell. Was ist jetzt mit dem? Hallo? Och, Leute. Ist er jetzt gestorben oder was? Oh. Dann sag mir nächstes Mal früher Bescheid, Junge, ganz ehrlich. Oh, nee. Dann den erstmal so. Zack, den. Dann können wir den nämlich nach oben und den nach ganz oben machen. Dann nehmen wir das. Einmal das. Da muss ich wieder. Zack. Das. So, du kannst schon mal ins Bad rein. Du kannst schon mal nach oben. Du nach unten. Das nehmen wir mit. So. Einmal das. Du. Du. Ja. Du kannst nach oben. Machen wir das schnell. So, das geht nach oben. Du gehst dahin. Zack. Du kannst leider gerade nichts machen, beziehungsweise ich nichts mit dir. So, zack. Dann kümmere ich mich da schon mal drauf, während die da reingeht.
Oh, 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 oh. Wir haben. Nein, wir schaffen das nicht mehr. Scheiße. Oder? Oh, aber ganz, 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 ganz knapp, oder? Boah, also ich habe mein Bestmögliches, aber ich konnte mich echt nicht drauf konzentrieren, wo Oliver jetzt war. Ey, das ist ja schrecklich. Oh Gott. Neues Minispiel. Behandle die Verbrennungen. Sprühe die Verbrennungen mit einem Beruhigungsspray ein. Okay, solange bis die ganze Verbrennung abgedeckt ist. Okay. Ellie? Opa? Ellie, die Geschichte, die du uns gerade erzählt hast. Ich weiß, dass du deine Mutter beschützen möchtest. Aber ist das wirklich so passiert? Ja. Du weißt schon, dass du mit mir über alles reden kannst, nicht wahr? Ich habe dir doch gesagt, was geschehen ist, okay? Okay. Ich werde es auch nicht mehr erwähnen. Ich will nur sicher gehen, dass du und deine Mutter in Sicherheit seid. Ich würde jetzt gerne etwas schlafen. Ja, sowas hat immer kurze Beine. Das wissen wir doch alle. Okay, eine neue Herausforderung. Oliver Überdosis. Ach du Scheiße. Finde so viele Olivers, wie du kannst. Oje, oje, oje. Okay. Wir versuchen's. So. Also der ist das. Okay, da ist einer. Da versteckt sich einer. Da. Ich kann gar nicht so schnell gucken. Habe ich den jetzt? Ja, den habe ich. Da oben sind zwei. Da. Okay, den ersten Diamanten haben wir. Wo sind sie? Hallo, ich sehe keinen. Doch, da. Moment, da. Ich höre euch quieken, aber ich sehe euch nicht immer. So. Und da. Ja. Oh mein Gott. Sobald man einen gesehen hat, hab ich das Gefühl, kommt schon der nächste wieder hoch. Und man hat ihn noch nicht angeklickt. Waren das schon alle? Nee, da. Da. Oh, da ist auch noch einer. Da. Oh mein Gott. Die haben sie aber hier auch positioniert. Ey, das ist ja schrecklich. Ich war zwar immer gut in Wimmelbildern, aber sowas ist echt... Oh. Gott, da muss ich echt durchatmen gerade. Aber wir haben alle drei Sterne... Ach, da oben war jetzt noch einer. Okay, alle drei Sterne erhalten. Das ist schon mal gut. Ich schau mal eben, ob wir hier jetzt noch irgendwas Neues machen können. 7 haben wir. Was ist das denn? Wie nicht genug Diamanten? Ach so, das ist hierfür? Für die Taschenlampe. Ich denke mal, dass der Stuhl wichtiger wäre als die Taschenlampe, oder? Oder wir könnten natürlich auch... Was ist denn das hier? Ja? Ah, ein schönes Bücherregal. Neue Medizinbücher. Ich werde die beste Ärztin, die es je gab. Das weiß ich einfach. Und dann werden wir hier noch ein schönes Gemälde hinmachen. Oder auch nicht. Einfach was Modernes. Diese neuen Gemälde sind so schön, ich kann meinen Blick gar nicht von ihnen lösen. Ja, und schon sind wir wieder pleite. Aber egal, wir haben es uns wieder ein bisschen schöner gemacht. Und mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, dass wir dann hier erstmal die heutige Folge auch beenden. Ich bin sowieso gerade noch ein bisschen am Zittern von der Oliver-Herausforderung. Aber wir haben sie mit Bravour gemeistert. Das ist doch schon mal was. Und ich würde sagen, dass wir dann in der nächsten Folge weitermachen. Bis dann. Ciao.